Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflanzen gegen Zombies mit eurem Heinz. wir waren ja stehen geblieben, nicht? Wir wollten ja und so, das müssen wir ja, die wollten uns ja schon wieder besuchen, oder wie war das? Aber wir gucken erstmal ein bisschen ins Lexikon, das können wir ja mal machen. Heute nehmen wir uns mal wieder ein paar Zombies vor, den hat man ja schon, dann nehmen wir mal den Stabhochsprung-Zombie. Er springt mit einem Stab. Die Ausdauer ist mittel, Tempo schnell, nach Sprung normal. Aha. Besonderheit springt über die erste Pflanze, auf die er trifft. Manche Zombies wollen mehr erreichen, so wie dieser Stabhochsprung-Zombie. Das ist typisch für ihn. Na sowas. Oh, der Eimer-Idiot, also Eimer-Zombie nicht. Sein Eimerhut schützt ihn ziemlich gut vor Schäden. Ausdauer hoch. Er trug schon immer einen Eimer, wollte sich in dieser faden Welt was von den anderen absetzen. Oder er hat nur vergessen, dass er ihn immer noch aufhat. Ja, das ist natürlich... der Zeitungszombie. Seine Zeitung bietet etwas Schutz. Ausdauer gering, Ausdauer Zeitung gering, Tempo normal, dann schnell nach Verlust der Zeitung, du. Zeitung-Zombie war so nah dran, sein Sudoku-Rätsel zu lösen. Kein Wunder, dass er ausgeflippt ist. Also sowas, was er immer macht hier. So. Naja. So, man klappt mal zu und da stürzt man uns da jetzt mal ins Abenteuer. Mal sehen, was wir machen müssen. Mal sehen, was wir jetzt machen müssen. Habe ich diesmal auf Aufnahme gedrückt? Ja, habe ich. Oh Gott, was ist denn das alles? Oh Gott, und was ist denn das jetzt wieder? Ach du meine Güte. Jetzt hab ich schon was Frostiges hier. Was ist denn das, wenn ich die jetzt einfriere? Damit die Eispilze man jetzt schon verschwinden. Ich weiß nicht. Schafft er den? Das ist so gut. So, mal weg damit. Schafft er nie, ne? Oh ja, Glück gehabt. Oh, hier unten haben wir auch noch keinen stehen. Sprengpilz haben wir auch zur Not. Also, das ist gut. So. Eispilz. Da bin ich schon mal gespannt, was das ist. Jetzt haben wir hier noch einen Eikingpilz. Jetzt haben wir hier noch einen Korbfresser. So, du fall ab um. Ja, der wird doch nie etwa hier. Das gibt's ja nie. Hat er mir meinen schönen großen Pilz weggefressen hier. Wir müssen ja immer was hinstellen, das sieht ja alles nicht. Ich habe keinen Platz. Weil Verwirrpilz, das nützt ja alles noch gar nichts. Was soll ich denn damit machen? Wir können die natürlich zur Not schon hier hinstellen. Das können wir machen. Für den allerschlimmsten Notfall können wir das machen. Hier oben haben wir einen Größenspucker. Mal gucken. Oh, hier oben haben wir noch gehen, du. Oh Gott. Der ist hier schon wieder vorbei. Da müssen wir hier doch nochmal eine Verwirrung hinstellen. Das hilft ja alles nichts. Weil der andere zieht sich ja gleich zurück. Nee, Glück gehabt, du. So. Oh Gott, jetzt kommt er ganz schneller. Ganz schneller, das machen wir doch einfach. Weil wenn man Sprengpilz jetzt schon nehmen, oh, das ist ja... Da haben wir noch einen Verwirrling. So. Oh, hier haben wir noch eine dicke Schießung. Einen dicken Giftpilz haben wir hier noch. Hier haben wir noch einen Viking. So. Oh. Haben wir wieder einen Korbfresser?
So stellen wir den hin. Hier unten haben wir noch nicht. Machen wir so. Oh, jetzt haben wir natürlich schon Feiglingpilz, die sowas. So, wir frieren mal kurz hier, weil die sind mir alle schon wieder. Viel zu flott unterwegs sind die mir schon wieder alle. Kopfpresse immer her. Ach, schon immer drinnen, damit wir hier. Damit wir hier und so, ne? Und gleich noch in. Der ist gerade vorbeigelaufen, deswegen. Fünf Fall um. Ja, siehst du. Oh, eine riesige Welle. Das stellen wir hier kleiner mal hier in Verwirrling hin. Und hier schießen wir den Schießer hin. So. Hier haben wir noch ein Spuckepilz. So. Noch ein Korbfresser und den werden wir jetzt auch besser. Haben wir Glück. Nein. Jo, Glück gehabt. Siehst du, der rennt erst mal wieder zurück. So, ich stelle mal den Kleiner in hin. Spuckepilz, Feiglingpilz. Kotfresser. Das ist ganz schlecht hier, ganz schlecht ist das. Kommt da noch eine Welle? Ach, hier haben wir noch einen Kopf. Also. Das ist schlecht mit dem Feigling hier vorne. Der schießt noch eine Weile jetzt. Aber. Hier unten knabbert so überall. Vielleicht nehmen wir jetzt doch mal hier und machen wir einfach mal so Wumms. Krabums. So. Den Grab haben wir noch. Achso, das war jetzt ganz schlecht. Hab ich gerade gesehen. Viel zu spät gesehen, hab ich das. So, hier haben wir ja noch nicht noch so einen großen Schießer. Das war viel schlecht jetzt. Viel schlecht sein, du. Viel schlecht sein. Ah, hier haben wir noch einen. Vielleicht haben wir jetzt Glück. So, damit das Ding weg ist. Du, bleib, du. Oh, du, da kannst du sagen, du. Sonst trinken wir den, du. Tja, jetzt haben wir hier, wo haben wir hier? Jetzt haben wir hier überall die Spucken, wie die Helden spucken die ja hier. Ne, der hier vorne nicht, der Ärmste, geht schon wieder in Deckung. Vielleicht machen wir das immer so. Und hier immer so. Achso, nee, das war ja schon gleich, wir fallen ja schon gleich wieder um. Kommt hier schon wieder angeschissen hin. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was ich machen will. Jetzt hat er wieder mir mein Verwirrpilz hat er mir schon wieder weggegessen. So, stellen wir kleiner hin. Die kommen gar nicht ran bis an die Verwirrung hier. Das ist verwirrend, ist das so. Wir tun mal hier dumm. So. Eingefroren. Gemetzel ist das schon wieder. Spätzle, wir haben schon wieder Gemetzel. Klein noch einer, oder? Was machen die hier? Was machen die aber jetzt? Bumm, der ist erstmal umgefallen. So. So, die sind alle schon kopflos, sind die schon. So, was kriegt man jetzt noch nach? Jetzt haben wir viel zum Einfrieren. Die letzte Welle. Oh Gott, die riesige Welle nähert sich wieder. Um Himmels Willen. Da machen wir gleich mal eine Gefrierung. So. Jetzt warten wir, bis die alle ein bisschen aufs Feld kommen vielleicht. Können wir mal eine Sprengung hier machen. Ratsch. Was nu?
Ach, ich dachte, wir hätten die letzte Welle schon erledigt. Da kommt noch einer, kommt noch angelutscht. Den hat's nie erwischt. Ach du meine Güte, das ging ja ratzfatz ging das ja hier. So, was haben wir denn jetzt? Oh, ein Seerosenblatt. Ermöglicht dir nicht, Wasserpflanzen aufzuplatzieren. Na, da dürfen wir ja jetzt raten, was bestimmt kommt. Ne? Aber wir haben ja das Spiel noch nicht gespielt. Guck an. Sieht aus, als hätten die Zombies genug von deinem Vorgarten. Jetzt wollen sie es hinten im Garten versuchen. Sowas. Zu allem Übel kannst du diesmal keine Pilze benutzen. Die Pennentalks übernehmen dich. Ist das nicht so dämlich? Jo. Ach du meine Güte. Oh, jetzt hat noch einer mit dem Quietsche-Entchen. Da müssen wir hier jetzt wieder umdenken. Hier, da brauchen wir das Blümchen und dann machen wir das. Tja, Kartoffelmine, die geht doch, weiß nicht, geht die auf dem Seerosenblatt? Hab ich keine Ahnung, du. Walnuss, das. Eins. Zwei. Und die Notsprengung, drei. Mal gucken, los geht's. Mal gucken. So, wir nehmen schon mal eine Platte, weil die brauchen immer ein bisschen zum Nachwachsen. The zombies are coming. Oh. Dann machen wir hier einfach mal. Zack. Brains. Ach, Brains, ja. So, jetzt fallen ja aber auch wieder Sonnen herunter, seht ihr? Das nämlich, ne? Nämlich. So, jetzt kommt da hinten auch wieder einer angeschlumpert. So, jetzt haben wir schon die erste Schießekanone, haben wir schon den ersten Erbsenspucker. Hätten wir, sozusagen. So, den brauchen wir jetzt hier unten. Hilft alles nichts, hilft das. So, hier schon mal die Lust hinstellen. So. Ach, nur Fall um. Komm, bist wieder zu Fall zum Umfallen. Für den nehmen wir hier ein Bämpchen nochmal. Da können wir noch ein bisschen sammeln hier noch. Schon mal eine Erbsenkanone, was bestimmt wieder falsch war, wette ich. So. Hier vorbeugend schon mal die Nuss, bis wir hier was zum Schießen haben. So, jetzt brauchen wir noch ein Sonnenblümchen, sehr schön. So, hier kommt der Frostische zum Einsatz. Gleich, zack, klatsch. Hier tun wir auch schon einen hin, weil das vergessen wir immer wieder. So. Wasser, was will denn hier am Wasser jetzt? Muss man auch gleich einfrieren und gleich im Wasser Tiefkühlkost hier. Gleich wieder tiefkühlen. Tja, gute Frage jetzt. Gute Frage, nächste Frage nicht.
So, mit der riesigen Welle haben wir den jetzt bestimmt hier falsch hingestellt. Ja, oh, wir haben noch eine News zumindest erstmal für hier. So. Ja, jetzt haben wir hier noch einen Frostspucker. So. So, aber wenn wir die Kirschen nicht schon eben haben, ne, dann können wir hier immer hier Zerklatsch machen. Hm? Zerklatsch. Oh, wieder Geld, Mensch. Ich vergesse immer das Geld, Mensch. Das Wichtigste, du. Ah. Ich weiß nicht, New fällt ja immer noch nicht. Jetzt haben wir endlich seinen Hut verloren, Menschenskinder hier. Nu aber nu. Weg mit der Birne. Na also. Oh, wen haben wir denn jetzt? Matschkürbis zur Matschzombies. Der guckt schon immer so freundlich. Ah, den wollen wir den vielleicht gleich mal ausprobieren. Ja. Oh, was haben wir hier? Eimerliche. Ach du meine Güte, machen wir auf jeden Fall das und das. Ja, dann nehmen wir den, nehmen wir. Nehmen wir am Anfang wieder die Kartoffelmine. Ist schwierig, was nehmen wir noch für Schießer? Der Hund noch. Ah, wir gucken mal. Wir gucken mal, was wir. Haben wir bestimmt falsch gemacht, aber naja, mein Gott, was soll der Geiz nochmal? Was soll der Geiz? The zombies are coming. Nö. Mal ein Bümpchen gesetzt. Bains. Ach, Bains. Zewi? Zewi, Zewi. Bains. Wo kommt denn jetzt noch wieder einer angebrainst? Haben wir das nicht schon gehört? Hier unten, gucken wir mal da. Lass mal noch Stücke laufen. Dass sie sich sicher fühlen. der muss sich ein bisschen sicher fühlen. So, jetzt haben wir noch Bämpchen. Wo kommt noch einer angerannt? So, zack, klatsch, so macht er das. Kommt der schon wieder hier unten an? Das haben wir auch nie gewettet. So. So, jetzt haben wir den ersten Frostschießer freigeschalten. Nur die Frage, wo der hin soll. Hier hin soll. Das hier hin. Ja. Ich weiß zwar nicht, wer jetzt einer kommt, aber wir tun einfach hier mal schön mal vorbereiten. Wir tun mal was verminen. Hier stellen wir nochmal so einen hin. Da können wir hier noch ein paar Sonnen setzen. So. Und noch ein Blatt. Und jetzt kommt er mit der Zeitung. Ne? Da war es doch richtig schon, dass du. Hier haben wir zwar den Kürbissitz, aber ne, ja. Mein Gott, Walter. Alter Walter. Oh, was war denn jetzt? Haben wir Geschenke gekriegt? Haben wir. Oh, Minispiele freigeschaltet. Nur sowas. So. Ach ne, hier haben wir jetzt nichts stehen. Da ist er schlimmstenfalls der Kürbis. Da stellen wir hier schon mal einen 200er-Spucker hin. So. Ein Doppelschießer. Na, also geht er los hier, geht das. Das geht los, Alter. Hier haben wir noch eine Nuss. So. Blättkiss.
Plastischen schön mal hier hinstellen. So. Vielleicht tun wir hier auf dem Dings auch noch. Jetzt haben wir hier noch einen Fröstlichen. Der Körper hat gar nichts zu tun. Der Ärmste guckt schon besser und hat nichts zu tun. So, werden die schon mal eingefroren. So, da tun wir gleich hier. Dublinator heißt der ja eigentlich richtig. Eigentlich. Ah, unten fehlt ja auch noch ein Fröstlicher, du. Ein Fröstlichen müssen wir mal hier unten hinstellen. So. Riesige Welle. Ja, zumindest haben wir erst einmal eine. In die Nuss da stehen. Tja, weiß ich jetzt auch nicht, wohin wir die stellen. Wir müssen drei noch. Drei noch tun wir jetzt hier Dublinator 4. Wir können ja auch noch immer vorbeugen, nochmal im Kürbis, nur falls uns das aus der Hand gleitet, meine Güte. So, haben wir jetzt noch ein Nüsschen und die Blättchen drauf. So, und dann machen wir das nämlich so. So, zur Vorbeugung müssen wir auch noch Mine setzen, so, falls es ganz dick kommt hier. Hier haben wir noch einen bockigen Kürbis. So, hier oben jetzt noch ein Dublinator hier. Ein Dublinator hier. Und der Kürbis braucht lange zu wachsen. Und wir haben noch ein Bümpchen. So. Ein Bümpchen für alle Fälle. Dann nehmen wir noch ein Blättkiss hier. So, dann machen wir einfach die Reihe wieder runter hier. Von oben nach unten. So, hier haben wir noch einen Kürbis. So. Mal sehen, ob die überhaupt noch bis wohin kommen. So, immer für den Fall der Fälle. Müssen wir erstmal hier unten haben wir einen eierlichen, der geht hier auf den Senkel. Da muss der Bild gespuckt werden. Ich muss das Wasser absichern, weil hier haben wir ja noch ein Bämmchen. Wächst das schnell noch jetzt? Schwertsch, jetzt. Für die riesige Welle, die letzte Welle. Haben wir gleich noch hier. Oh, den hab ich falsch hingestellt, hab ich gerade gesehen. Ach du meine Güte. Oh, wir haben ja Bomben, wir haben Kürbis. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Jetzt haben wir nochmal. Da bin ich Spucker hier. Und spuckt und ruckt. Es ruckt, stuckt, spuckt. Oh, schade. Der war schon explodiert, bevor der Kürbis. Oh, was haben wir denn jetzt wieder gekriegt? Ein Dreifachschießer haben wir jetzt hier. Oh Gott, was? Ein Triplinator haben wir jetzt. Ich sag Dreifachschießer. Dreierspucker. Verschießt Erbsen in drei Reihen. Ja, das würde ich aber sagen. Wir lassen das heute schon wieder. Ich würde sagen, das nächste Mal machen wir vielleicht auch mal Minispiele. Einfach mal ausprobieren. Ja, mal was anderes. Nicht... Die haben wir ja jetzt freigeschalten. Oh, zum Botanik. Das war. Oh Gott, da muss ich wieder die Strategie. Hab ich wieder. Muss ich mal gucken, wie wir das strategisch hinkriegen. Ist schwierig. Das ist schwierig. Naja, wir müssen ja alles mal ein bisschen ausprobieren. Ja, meine Lieben, das soll es das wieder für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Nicht? Das danke ich mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.